Der Gerbereibetrieb, in dem die Herstellung von Lederhäuten noch einmal demonstriert werden konnte, lag im Stadtkern von Moers. Vor allem seit 1972, als hier eine Fußgängerzone geschaffen wurde, ist der Ort zu einem beliebten Einkaufszentrum für den linken Niederrhein geworden. Seit 1875 wurde von Moers aus der gleichnamige Kreis verwaltet. Das ehemalige Kreishaus aus den 50er Jahren dient seit 1975 der Stadt als sogenanntes Neues Rathaus. In zentraler Lage am Schlossgraben stand die Lohgerberei Bremer. Aus Gründen der Umweltverschmutzung musste der Gerber seinen Betrieb 1973 einstellen. Zwei Jahre später wurde auch die Bausubstanz im Zuge der Stadtkernsanierung abgerissen. Das Wohnhaus des Gerbers war 1902 errichtet worden. Die ältesten Werksgebäude aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sind im Laufe der Zeit mit Schuppen und Anbauten mehrfach erweitert worden. Die Gerberei Bremer war seit 1812 in Betrieb. Für die Filmaufnahmen wurden die Maschinen, die aus der Zeit um 1900 stammen, wieder in Gang gebracht, um das teilmechanisierte Gerbverfahren, wie es hier bis zuletzt ausgeübt wurde, zeigen zu können. Der Gerber überprüft mit seinen Helfern zunächst die angelieferten Rinderhäute. Hier mal eben auf. Ja. Vor dem Wiegen entfernt einer von ihnen das vom Tierverwertungsbetrieb aufgetragene Salz. Nummer 948. Das Holzschildchen, das am Schwanzende befestigt wird, trägt eine Nummer. Unter dieser Nummer wird die Haut mit Gewichts- und Farbangabe in den Geschäftsbüchern geführt. Die Mitarbeiterin vermerkt auch eventuelle Mängel wie Schnitte oder Risse, die den Verkaufspreis mindern würden. Kilo. Rindhaut, schwarz-weiß. In der Regel ersteigerte der Gerbermeister die Rohware auf Auktionen im nahegelegenen Duisburg. Er bevorzugte Lieferungen aus Süddeutschland, weil die Rinder dort eine dickere Haut haben als das niederrheinische Vieh. Jede Fleischseite muss ausreichend und sorgfältig mit Viehsalz bestreut und eingerieben werden. Das Salz bindet die Feuchtigkeit und verhindert, dass die Haut fault. So konserviert, kann sie unbeschadet über längere Zeit lagern. Ehe der Gerber die Häute mit Wasser und Chemikalien behandelt, muss er sie mit einem unverwüstlichen Kennzeichen versehen. Da sie in Partien zu je 50 Stück geliefert werden, besitzt er von 1 bis 9 bezifferte Stanzeisen, mit denen er die jeweiligen Zahlen einschlagen kann. 948, Nummer 1. Gewicht? 56 Tonnen. Für die Gewichtsangabe ritzt er mit dem Messer ein Kürzel ein. Süddeutsche Haut 41,80. Nummer 13,14.
Zur Vorbereitung auf die Gerbung muss zunächst einmal das Salz ausgewaschen werden. Dies geschieht in der Haspel. Die Haspel war eine der ersten Maschinen, die seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts in Gerbereien eingesetzt wurden. Früher wässerten die Gerber ihre Felle im fließenden Bachwasser, wobei es vorkam, dass ihnen die Felle fortschwammen. Das gleichlautende Sprichwort stammt also aus dem Berufsleben der Lohgerber. Das Haspelbecken fasst 10 Häute in einem Spülgang. Die Zugabe von Lösungsmitteln beschleunigt die Reinigung. Bei der Bachwässerung dauerte sie bis zu 2 Wochen. Das über Keilriemen angetriebene hölzerne Flügelrad schlägt circa eine Stunde lang Salz- und Schmutzteile aus den Häuten. Nach der Reinigung in der Haspel sind die Häute von Salz und Schmutz befreit, durchfeuchtet und dadurch wieder geschmeidiger geworden. Komm her! Gut! Die auf den Beckengrund gesunkenen Häute fischt der Gehilfe mit einer langen Stange heraus. Für diesen Zweck endet die Stange mit einem Y-förmigen Eisenstück. In den folgenden Arbeitsgängen geht es nun darum, von der Tierhaut die Unter- und Oberhaut zu entfernen, um die dazwischenliegende Lederhaut, die Blöße, zu erhalten. Nur die Blöße durchläuft dann den eigentlichen Gerbprozess. Vorher prüft der Gerber, ob die Häute sauber und weich genug sind. Dann schafft er sie mit einem Helfer zum Äscher. Oberhalb des Äscherbeckens übertragen Keilriemen die Antriebskraft auf einen Eisenreifen. In diesen freilaufenden Reifen hängen die Männer die Häute. Der Name Äscher rührt daher, dass früher vorwiegend Pottasche zur Auflockerung des Gewebes verwandt wurde. Anfangs äscherten die Gerber die Häute in Gruben. Die mit Eichenbohlen ausgeschlagenen Gruben ersetzte man später durch Steinbecken. Im vorindustriellen Verfahren blieben die Häute bis zu 3 Wochen in den Kalkgruben. Dabei musste alle 2 Tage der am Boden abgesetzte Kalk aufgerührt werden.
Ein Eschersud aus Schwefelnatrium und Kalk bewirkt, dass die Hautzellen aufquellen. Die unterste Schicht der Oberhaut wird zerstört und die Haare lösen sich. Die dreiwöchige Einweichzeit in den Kalkgruben verkürzte sich durch den Zusatz von chemischen Substanzen und die maschinell gesteuerte Rotation im Escherbecken auf nur wenige Stunden. Nach circa 2 Stunden können die Häute aus dem Escher gezogen werden. Sehr viel länger dürfen sie nicht dem Sud ausgesetzt bleiben, denn sonst würden nicht nur die äußeren, sondern auch die tiefer liegenden Hautschichten angegriffen und das Leder würde seine feste Struktur verlieren. Unbrauchbare Teile, wie zum Beispiel Euter, trennt der Gerber mit einem scharfen Messer ab und gibt sie zu den später noch anfallenden Fleisch- und Fettresten. Die Häute, von denen sich die Haare im Escher größtenteils gelöst haben, werden in der Haspel erneut mit klarem Wasser ausgewaschen. Für die Filmdokumentation zeigt der Gerber noch einmal das manuelle Enthaaren mit dem Scherdegen. Dazu legt er die Haut, deren Oberschicht im Kalkbad nur angelöst wurde, über den schräg stehenden, halbrunden Scherbaum und schabt die Haare gegen den Strich ab. Und Borsten verkauften die Gerber früher zur Filzverarbeitung an Fabriken. Pferde, Ochsen, Kuh- und Kälberhaare konnten zum Polstern oder zum Isolieren von Dampfrohren genutzt werden. Aus den feineren Haaren von Mardern, Zobeln oder Dachsen fertigte man Pinsel. Meistens lagen die Werkstätten der Gerber an Gewässern, die früher von den Anlegern auch zum Fischen, Wäschewaschen oder Viehtränken genutzt wurden. Wegen der Verschmutzungen, die die Gerber durch das Wässern der Felle und das Einleiten der verbrauchten Kalk- und Lohbrühen verursachten, kam es häufig zu Streitigkeiten. Auch der oft unerträgliche Geruch, der über den Gerbereien lag, trug nicht gerade zur Beliebtheit des Gewerbes bei. Der schlechte Ruf stand jedoch in keinem Verhältnis zu den handwerklichen Fähigkeiten, die dafür notwendig waren. Zudem bedingte die lange Herstellungszeit des Leders einen hohen Kapitaleinsatz.
Weitaus schwieriger als das Enthaaren der Häute ist das Entfernen der Fleischseite. Voraussetzung für diesen Arbeitsgang ist ein rasierklingenscharfes Messer. Beim Enthaaren lehnt sich der Gerber über den Scherbaum. Er muss mit Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl arbeiten, damit er die wertvolle Rohhaut nicht beschädigt. Bei Rindern sind in der Regel die Stellen an Schädel, Nacken und Schenkel dicker als die übrigen Hautpartien. Um eine gleichmäßige Gerbung zu erzielen, muss die Haut auf eine einheitliche Stärke geschoren werden. Insgesamt darf sie dadurch aber nicht zu viel an Gewicht einbüßen. Im Gegensatz zum gebogenen stumpfen Haardegen hat das Messer zum Entfleischen eine gerade und scharfe Klinge. Sorgten die Gerber nicht für den schnellen und regelmäßigen Abtransport des Abfalls, so breitete sich in kürzester Zeit ein widerlicher Gestank aus. Durch das Abstreichen der Fleisch- und Fettteile wird die Haut zugleich gedehnt. Aus den anfallenden Resten gewann man früher Leim. Das Bindegewebe eignet sich dafür besonders, weil es einen hohen Wasseranteil enthält. Die Industrie verwendet Fleisch- und Fettreste heute unter anderem zur Kosmetikherstellung. Sind die Blößen der Rinderhaut freigelegt, wässern die Gerber sie anschließend in einem Steinbecken. Das manuelle Entfleischen mit dem Streichmesser auf den Scherbäumen praktizierte der Gerber in diesem Betrieb bis zur Mitte der 60er Jahre. Seitdem arbeitet er mit einer Entfleischmaschine. Die Bedienung der Entfleischmaschine demonstrieren die Gerber nun mit den Häuten, deren Haare im Escher chemisch gelöst wurden und die jetzt sauber ausgewaschen sind. Bevor die Häute die Entfleischmaschine durchlaufen, wird die geriffelte Walze nachgeschärft. Schon nach der Jahrhundertwende schafften sich viele Gerber Enthaar, Entfleisch, und Reinigungsmaschinen für ihre Betriebe an. Durch den Einsatz solcher Maschinen konnten sie ihre Produktion erheblich steigern.
Die offenliegenden, gegeneinander laufenden Walzen der Entfleischmaschine lassen sich über ein Fußpedal in Bewegung setzen. Um nicht mit den Fingern in die Walzen zu geraten, packen die Arbeiter die Haut mit Zangen und ziehen sie aus der Maschine. Als Nachteil der Entfleischmaschine muss man in Kauf nehmen, dass die schweren Walzen nicht auf die unterschiedliche Stärke einer Tierhaut reagieren können, wie das bei der Handarbeit möglich ist. Lederschürzen schützen die Männer nicht nur vor Nässe, sondern dienen auch zum Wetzen der Messerklingen. Mit geschärftem Werkzeug und spitzen Zangen geht ihnen das Entfernen der Randzipfel schneller und leichter von der Hand. Dünne und ausgefranste Randstellen würden beim gleich folgenden Arbeitsgang hinderlich sein. Dann nämlich werden die Blößen horizontal aufgespalten. Zum Spalten müssen die Häute möglichst tropfnass sein. Denn so besteht weniger Gefahr, dass das Bandmesser der Spaltmaschine durch Sand oder Schmutzteile abstumpft. Hat ein Mitarbeiter die notwendige Schärfe des Bandmessers überprüft, kann die Haut eingelegt werden. Für die Arbeit an der Spaltmaschine sind 5 bis 6 Helfer erforderlich. Ihre Aufgabe besteht darin, den oberen Teil der Haut möglichst gerade und glatt aus der Maschine herauszuziehen. Ein Heizgebläse an der Decke verschafft im Winter eine angenehmere Raumtemperatur und verhindert, dass die nassen Lederhäute gefrieren. Andernfalls könnten sie nicht gespalten werden. Wie die Entfleischmaschine gehört auch die Spaltmaschine zur zweiten Maschinengeneration, die nach der Jahrhundertwende Einzug in die Gerbereien hielt. Mit größter Vorsicht ziehen die Helfer die Narbenseite, das heißt die ehemalige Haarseite, heraus. Geben sie einen Moment nicht acht, reißt die Haut im Nu ein. Bei den teuren Rindshäuten würde das für den Gerber einen großen Verlust bedeuten. Nur das wertvolle Vollleder, das noch 0,8 bis 1,2 Zoll stark ist, verbleibt zum Gerben in diesem Betrieb. Es diente zur Herstellung von Sportgeräten und orthopädischen Artikeln, wie zum Beispiel Beinprothesen. Das minderwertige Spaltleder, auch Chromleder genannt, gab der Gerber an Lederfabriken zur Bearbeitung weiter. Nachdem die Häute gewogen, gesäubert, enthaart, entfleischt und gespalten worden sind, beginnen die Vorbereitungen für den Gerbprozess. Die Blößen bleiben zum Schwellen und Angerben mehrere Stunden in einer rotierenden, mit Schwellbeize gefüllten Trommel. Dieser Vorgang ist nötig, damit die Hautporen aufquellen und anschließend die Gerbstoffe besser eindringen können. Je mehr das Gewebe dabei aufgeschlossen wird, umso schneller vollzieht sich die anschließende Gerbung. Lässt man die Haut allerdings zu lange quellen, so wird das Gewebe schwammig und verliert seine Reißfestigkeit. Deshalb muss der Gerbermeister die Intensität der Schwellflüssigkeit,
und den Zeitpunkt der Entnahme von den jeweiligen Hauteigenschaften abhängig machen. Gleich nach dem Schwellen legen die Männer die Häute in die Walzmaschine ein und lassen die gegeneinander laufenden Walzen einen großen Teil des Wassers auspressen. Sie müssen darauf achten, dass die Haut möglichst faltenfrei erfasst wird. Ja. Im jetzigen Zustand können die Häute nicht gelagert werden. Sie würden sofort anfangen zu faulen und müssen daher gleich anschließend weiter bearbeitet werden. Nun folgt die eigentliche Ledergerbung, das heißt die Konservierung der Häute. Hierzu haben die Gerber die noch weißen Blößen über Stangen gehängt und in die Farben versenkt. So heißen die mit unterschiedlich starker Gerbbrühe gefüllten Becken. Nach einiger Zeit versetzen die Männer die Häute von der schwächeren in die konzentriertere Lösung. Sowohl die Zusammensetzung der Gerbbrühe wie auch die Verweildauer im Becken müssen genau auf die jeweiligen Ledersorten abgestimmt sein. Das Verfahren, mit dem der Meister des Mörser Betriebes Rinderhäute für besonders strapazierfähige Verwendungszwecke gerbte, hat er selber entwickelt. Damit die Häute gleichmäßig durchtränkt werden, drehen die Gerber die Stangen. So verschieben sich die Auflagestellen. Für die einwandfreie Gerbung ist es wichtig, dass alle Häute im Farbgang frei hängen und unter der Oberfläche bleiben. Die gelösten Gerbstoffe dringen stufenweise in die Hautporen und umschließen die Fasern des Gewebes. Damit ist die Tierhaut konserviert und kann als Leder bezeichnet werden. Die richtige Gerbkonzentration testet der erfahrene Meister mit einer Geschmacksprobe. Gut, da muss man sagen, eigentlich ein Rinderbein, oder? So, das hier kommt nach oben gut. Ja. Zur Gerbung von schweren Ledersorten bevorzugte man immer Eichenlohe. Besonders die getrocknete und geschälte Rinde von jungen Eichen enthält einen hohen Gerbsäureanteil. Insgesamt 3 Wochen bleiben die Häute in den Farben. Kommt so, zugebessert haben wir sie ja. Bei der früher angewandten Grubengerbung brauchten die Blößen zum Durchgerben mindestens 1 Jahr. Als dann Ende des 19. Jahrhunderts die Faserstruktur der Haut und die Wirkung chemischer Substanzen entdeckt, sowie neue Verfahren eingeführt wurden, verkürzte sich die Gerbdauer auf wenige Wochen.
Durch den Einsatz rotierender Gerbtrommeln, in denen das Hautmaterial in aufgeheizter, chemischer Gerbbrühe bewegt wird, reduzierte sich der Prozess nochmals auf 3 bis 4 Tage. Heute stellen Industriebetriebe mittels hochentwickelter mineralischer Chromgerbung Leder in weniger als 24 Stunden her. Der Gerber in Moers praktizierte das langwierigere Verfahren, weil er damit eine sehr hohe Reißfestigkeit des Leders erzielte, wie sie selbst von modernen Lederfabriken nicht erreicht werden konnte. Nachdem die Häute die Farben durchlaufen haben, folgt ein 2-stündiger Waschgang in der Beiztrommel. Während der Helfer das Fass durch die Verschlussöffnung mit gegerbten Häuten füllt, beschneidet der Gerbermeister noch einmal unregelmäßige Randstellen. Eine Beize aus Salzsäure und anderen Chemikalien bewirkt, dass dem Leder die ungebundenen, überschüssigen Gerbstoffe entzogen werden. Statt mit chemischer Beize neutralisierten die Gerber das Leder früher mit Tierkot. Häufig nahmen sie Taubenmist. Beim Ablauf der zahlreichen Arbeitsgänge wird deutlich, dass für die Ausübung des Gerberberufes nicht nur körperliche Kräfte, sondern schon zu Anfang unseres Jahrhunderts fundierte naturwissenschaftliche Kenntnisse aus der Chemie und Physik Voraussetzung waren. Nach der Beize laden die Männer das Leder um. Zum rationellen Transport der nassen Stücke dient ein fahrbarer Kasten. Dieser darf nur aus Eichenholz gezimmert sein, denn bei einer Berührung mit Stahl oder Aluminium würden die empfindlichen Häute sofort fleckig werden. Neben dem Gerben mit pflanzlichen Extrakten war auch die mineralische Gerbung mit Alaun schon früh verbreitet. Im Unterschied zur gelblichen bis rotbraunen Färbung der in Lohe gegerbten Häute bleibt das Material bei der Alaungerbung hell und weißlich. Die Lohgerber hießen daher auch Rotgerber. Die Alaungerber nannte man Weißgerber. Sie stellten dünnes und weiches Leder für Handschuhe und Kleidungsstücke her. Nach dem Entleeren des Beizfasses steht bei der Arbeitsabfolge in der Moerser Lohgerberei noch einmal das Einsetzen ins Gerbbassin an. Zweites Mal versenken die Männer die Lederstücke in das erste Becken mit der schwachen Gerblösung. Das Leder wird einer Nachgerbung ausgesetzt, die eine gleichmäßige Färbung hervorbringen soll. Musik
Ehe das Leder die Gerbeinrichtungen endlich verlassen kann, muss der Meister prüfen, ob die Gerbstoffe alle Hautschichten erfasst haben. Denn erst dann ist eine durchgehende Konservierung und damit eine gleichmäßige Festigkeit und Strapazierfähigkeit gewährleistet. Im Querschnitt erkennt man, ob die gewünschte Qualität erreicht ist. Ist das Leder zudem weich und biegsam, so ist die Gerbung gut gelungen und kann beendet werden. Zum Abschluss wird das Leder gewalkt, damit es noch geschmeidiger wird. Das Wasser in der Trommel ist warm und wurde mit Chemikalien und Rindertalg angereichert. Hierin werden die Lederstücke mehrere Stunden weichgespült. Durch eine hohle Achse läuft ständig angewärmtes Wasser zu, während das verbrauchte Wasser durch Löcher in der Verschlussklappe herausgeschleudert wird. Vor allem für orthopädische Lederprodukte ist die durch das Walken erzielte Geschmeidigkeit von großer Bedeutung. Nach circa 3 Stunden können die Gerber die Lederstücke aus dem Walkfass nehmen und zum Abtropfen über einen mannshohen Bock werfen. Seit der Anlieferung sind 5 Wochen vergangen. Die Gerber haben jedes Lederstück in 16 verschiedenen Vorgängen bearbeitet. Die Häute wurden abgefegt, gewogen, mit Stanzeisen gekennzeichnet und eingesalzen. In der Haspel wurden sie gewaschen, im Escher eingeweicht und auf dem Scherbaum geschoren und entfleischt. Auf das Wässern in Steinbecken folgte das Spalten. Der eigentliche Gerbprozess setzte mit dem Anschwellen in der Gerbtrommel ein. Nach dem Auspressen der Feuchtigkeit durchliefen die Häute die Farben. Es folgte das Beizen, das Nachgerben und abschließend das Walken. Alle Nassarbeiten sind nun beendet. Die Gerber können mit dem Trocknen und Zurichten des Leders beginnen.